In unserem heutigen Beitrag gibt der Finanzexperte Volker Hellmeier einen vorsichtig positiven Ausblick auf das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Wenn wir die Weisen dieser Welt befragen, und das ist nicht nur an Elon Musk, sind viele, an Herr Rogoff, Nobelpreisträger, es sind Vertreter wie Jamie Dimon, dann müssen wir sagen, ist die gesamte Gemengelage derzeit so, dass die Spitzen der Ökonomie eine weitere Verschlechterung der Weltwirtschaftslage sehen oder sogar ernsthafte krisenhafte Entwicklung. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Was wir erkennen, sind Dynamikverluste. Wir sehen in der Folge im Moment die Anpassung der Wachstumsprognosen latent weiter nach unten. Gestern hat die EZB zuletzt die Wachstumsprognosen für die Eurozone noch mal deutlich verkürzt auf jetzt 2,8%. Davor waren es noch 3,7%. Und wir sind hier voraussichtlich noch nicht am Ende der Straße. Die Skepsis, die jetzt auch von den Eliten durchklingt, hat also damit durchaus Gründe. Ich möchte aber gerade bezüglich des Begriffs Stagflation einen Unterschied zu den 70er Jahren hier feststellen. In den 70er Jahren hatten wir keine Politökonomie. Was meine ich mit einer Politökonomie? Wir haben uns bestimmte Agenten gesetzt, insbesondere in den westlichen Industrienationen, unter anderem die grüne Transition, COP26, wo wir die gesamten Anlagenmaschinen auf neue Standards bringen müssen, wo die Privatwirtschaft dazu verpflichtet wird über Regularien. Das ist ein riesiges Wachstumsprogramm im Billionenbereich, sowas hatte man seinerzeit nicht. Wir haben die massiven Infrastrukturprogramme, die politisch verabschiedet worden sind. Das sind alles politische Dinge, die nicht am Zyklus der Weltwirtschaft hängen, wo die Infrastruktur der westlichen Welt neu aufgestellt werden soll. Und wenn man diese Programme nimmt, dann sind es Stabilisatoren. Was wir ebenso erkennen ist, dass eine Ingredienz, die wir in den 70er Jahren im Rahmen der Stagflation hatten, überhaupt nicht haben, nämlich hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben das Gegenteil. Warum haben wir das Gegenteil? Weil es einen enormen Fachkräftemangel gibt, um diese Themen auch der Politökonomie zu füllen. Das bedeutet nicht, dass die Arbeitslosigkeit jetzt nicht hochgehen wird, aber sie ist eben nicht vergleichbar mit der Zeit der Stagflation. Also es gibt damit, wenn wir das Gesamtbild uns anschauen, sehr unterschiedliche Einflussgrößen, die für mich am Ende zu einem optimistischeren Grundbild kommen, als es derzeit von vielen meiner Kollegen nach vorne getragen wird. Gleichwohl bleiben Restrisiken. Der nächste Punkt, der bei dieser weltwirtschaftlichen Lage zu berücksichtigen ist, ist, dass die Komplexität der Weltökonomie viel größer ist als beispielsweise in der Stagflation der 70er Jahre. Und wir haben eine geteilte Welt zunehmend, wo ein Teil der Welt im jetzigen Umfeld sogar Zinsen senken kann. Und da reden wir beispielsweise über China. China senkt die Zinsen. Verbraucherpreise in China sind nicht das Problem. Dort liegen wir bei 2,1%. Da gingen westlichen Ländern auf einem hohen Niveau. Woran liegt das? Es liegt auch daran, dass der Großteil dieser Welt sich an der Sanktionspolitik, die für die Verschärfung der weltwirtschaftlichen Lage im Rahmen der Ukraine-Krise verantwortlich zeichnet, dass große Teile dieser Welt nicht mitmachen. Wir reden hier von einer Größenordnung von mehr als 80% der Weltbevölkerung, die zum Teil sogar bessere Terms of Trade, sagt man, also Bedingungen für Ökonomie aus dieser Sanktionspolitik des Westens bekommen, weil sie haben Versorgungssicherheit bei Rohstoffen, sie kriegen massive Preisnachlässe bei Rohstoffen und haben damit komparativ im Vergleich zum Westen eine bessere Situation. Das heißt, wir müssen das Bild hier nochmal anders uns anschauen. Die Weltwirtschaft wird zweigeteilter. Ein Teil, der mit den Nachteilen der Sanktionspolitik konfrontiert ist, ein anderer, der daraus profitiert. Und wenn wir dann die Summe sehen, dann bin ich für die Weltwirtschaft gar nicht so kritisch gestimmt. Entscheidend wird sein, bezüglich der Prognosen auch meiner Kollegen, dass wie sich die Ukraine-Krise weiterentwickelt. Ob wir in Richtung Entspannung gehen, dann werden diese Negativszenarien massiv gemildert oder sogar gedreht, wenn wir zu Diplomatie kommen. Wenn sich diese Krise versteifen sollte und verschärfen sollte, dann bekommen wir insbesondere für die westlichen Industrienationen, die Sanktionspolitik forcieren, in meinen Augen sehr viel mehr Sand ins Getriebe mit Rezessionsgefahren, so wie sie auch hier thematisiert werden. Ich schließe die Rezession nicht aus, aber im Moment erwarte ich sie noch nicht in einer Gesamtbetrachtung für die Weltwirtschaft, sehr wohl für einzelne Wirtschaftsräume. Und hier müssen wir differenzieren. Die Sanktionspolitik trifft vor allen Dingen Europa, das heißt Europa und hier das exportseitig starke Deutschland hat die höchsten Rezessionsgefahren in der westlichen Welt. Und technische Rezessionen sind 2 Quartale mit Kontraktion in Folge im Quartalsvergleich. Das wird für einzelne Länder der Eurozone mit Sicherheit
wahrscheinlich sein. Für die Weltwirtschaft sehe ich es definitiv nicht. Und auch bei der US-Wirtschaft bin ich grundsätzlich optimistischer. Warum? Es gibt einen Unterschied, wenn wir uns die westliche Welt anschauen. Europa hat im Zuge dieser Sanktionspolitik keine Versorgungssicherheit. Und das ist wichtig für Investitionstätigkeit und hat das Problem der hohen Preislichkeit der Rohstoffe. Dagegen haben die USA Versorgungssicherheit und lediglich das Problem der hohen Preislichkeit. Das heißt, es ist ein unterschiedliches Cluster von Risiken. Ergo, nochmal Rezessionsgefahren, allen voran für Europa, weniger für die USA in einer nachhaltigen Form. Und für die Weltwirtschaft sehe ich es nicht, aufgrund dessen, dass große Teile der Weltwirtschaft sogar aus dieser Sanktionspolitik verbesserte Terms of Trade Handelsbedingungen haben. Und wenn wir uns mal die Welt anschauen, dann sehen wir doch, dass das Wachstum der Handelsströme an sich insbesondere zwischen den aufstrebenden Ländern stattfindet über die letzten 10 Jahre. Das heißt, da gibt es auch eine Isolierung von den Einflüssen aus der westlichen Wirtschaft. Das bedeutet nicht, dass man vollständig unabhängig ist. Man liefert viel in den Westen, das heißt, bei einer abnehmenden Konjunkturdynamik hat das natürlich schon Mengeneffekte. Aber das Entscheidende ist, dass es hier eine zunehmende ökonomische Emanzipation im Bereich dieser Länder gibt, die untereinander handeln. Und jetzt erleben wir halt in den USA, dass sich dieses Niveau, was sich in Europa etabliert hat, am Ende auch im Rahmen der Korrektur erreicht wird. Darüber hinaus ist die Verunsicherung in den USA ein wenig größer bezüglich der Zinspolitik. Die Zinspolitik und steigende Zinsen haben in den USA eine andere Funktion als beispielsweise bei uns in Europa. In Europa haben wir nicht diese hohen Verschuldungszyklen. Schauen wir mal auf Verbraucherkredite in den letzten beiden Berichtsmonaten. Bewegen wir uns auf Rekordniveaus der Neuverschuldung bei den Konsumkrediten in den USA. Und das hat in dieser konsumgetriebenen Ökonomie natürlich Bremseffekte und sowas wird jetzt vordergründig bewertet. Lassen Sie mich daraus auch gleich einen Rückschluss ziehen. Die Erwartungshaltung jetzt, dass die Zinsen, Leitzinsen in den USA auf 3-3,5% steigen könnten im Laufe der nächsten 18-24 Monate, teile ich in der Form nicht. Ich sehe hier eher ein Niveau von 2,5%, aber eingepreist wird jetzt, und das ist der Grund für die Korrektur an den Aktienmärkten, eben ein Niveau um 3-3,5%. Daran, denke ich, macht sich im Moment die etwas schwächere Performance der US-Aktienmärkte fest. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.